Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum neuen coolen Unboxing Video von mir für euch. Heute am Start Nuasi 4G LTE Überwachungskamera für den Außenbereich. Dieses Gerät hier kann überall eingesetzt werden, wo ihr wollt. Es sollte nur ein Funknetzwerk dort sein in Form von einem mobilen Netz, wie zum Beispiel 4G, ne, LTE etc. Das heißt also, wo ihr mit eurem Smartphone ein Netz seht, könnt ihr, weil hier in diese Überwachungskamera auch eine SIM-Karte eingebaut wird, könnt ihr dies nämlich dann dort betreiben. Nice! Das Coolste ist, ihr braucht nicht mal eine Energiequelle. Die Energiequelle bringt nämlich euch die Sonne. Es ist ein Solarpanel mit dabei. Nice. Das heißt, wir haben erstens volle Mobilität und zweitens volle Kontrolle durch über alle Zugriff auf die Kamera über unser Funknetzwerk, also über Mobilfunknetzwerk. Sie kommt mit SIM-Karte und 32 GB Speicherkarte daher. Wir haben ein 2K kabelloses Solar PTZ-Kamera für Outdoor ohne WLAN. Wir brauchen also kein Wi-Fi. Farbnachtsicht 355 Grad zu 100 Grad schwenkbar. Das heißt also, das Ding kann man drehen in der horizontalen und schwenken in der vertikalen. Dann PIR-Erkennung und Zwei-Wege-Audio. Und natürlich, weil es draußen betrieben wird, IP66. Also Spritzwasser geschützt. Nuasi 4G-Überwachungskamera für den Außenbereich mit Akku unterstützt 3G- und 4G-Netzwerke wie zum Beispiel Vodafone, Windtree, Telekom, Orange und so weiter. Sie wird mit einer Prepaid-SIM-Karte mit zum Beispiel 300 MB Testdaten für die Testzwecke geliefert. Also eine SIM-Karte wäre dabei. Und wir haben eine 32 GB Speicherkarte mit am Start. Nachdem das Datenvolumen aufgebraucht ist, kann es, wenn ihr wollt, für 12,90 Euro pro Monat, es gibt aber auch andere Datentarife, über die App dann erneuert werden. Also prepaid. Wie bei eurem Handy. Im Prinzip genau das gleiche. Wenn ihr da dann ein Datenvolumen drauf habt, könnt ihr auf die Kamera zugreifen. Durch diesen Zugriff über das mobile Netzwerk werden Daten dann hin und her geschickt und deshalb wird der Traffic dadurch dann irgendwann aufgebraucht und ihr müsst wieder auffüllen etc. Diese 4G-Überwachungskamera mit Solarpanel ist mit einem hocheffizienten 6 Watt Solarpanel mit einem und einem 10.400 mAh Akku ausgestattet, sodass wir das ganze Jahr über autark sein können, ohne sich um das Wetter und ohne, dass wir eine Stromquelle brauchen, denn die leuchtet eigentlich ja jeden Tag. 3 Stunden direkter Sonneneinstrahlung am Tag kann das Solarpanel dann mit der Hilfe der Verkabelung aufladen, also das Solarpanel lädt den Akku da drinnen auf und dann kann über auch in der Nacht es genutzt werden. Die 4G-Überwachungskamera für den Außenbereich genügt also Energie aus der Solar, aus dem Sonnenschein selber. Mit einer integrierten Scheinwerfer und einer fortschrittlichen Bildsensor erfasst die 2G, 4G Außenüberwachungskamera 2K Fotos und Videos bei Tag und bei Nacht über, wenn ihr wollt, das 4G-Netzwerk. Sie ist 355 schwenkbar, 100 Grad neigbar und wir haben einen vierfachen Digitalzoom. Das heißt, wir können auch dann, wenn wir nicht bei uns, bei der Kamera sich befinden, über unser Mobiltelefon auf die Überwachungskamera zugreifen und in Echtzeit gucken, was gerade so abgeht. Die Akku-Überwachungskamera für den Außenbereich ist mit einer PIR-Erkennung ausgestattet. Das heißt, wir können oder sie kann erkennen, wenn Menschen zum Beispiel dort rumrennen. Und dies smart, damit Fehlalarme minimiert werden können. Sie kann sogar über zwei Wege Audio dann auch mit dem Gegenüber reden, kommunizieren. Es entspricht der Wasserdichtigkeit IP66 Standard. Das heißt, sie kann uns helfen, überall, wo wir eine Überwachung wollen, sie zu realisieren. Auch ohne Steckdosen. Hier haben wir es. Hier seht ihr, was alles dabei ist. 4G,
HD, PRR Motion Detection, zwei Wege Audio, Perna Tilt und wasserdicht. Aber unter Wasser können wir sie jetzt nicht benutzen. Wir schauen mal rein, wie sie aussieht und was sie so drauf hat. Ne? So, als allererstes haben wir hier am Start Bedienungsanleitung. Die User Manuel, der S40. Ja, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch. In Farbe, wie ihr seht. Die App, die ihr benutzen sollt, ist die Box-App. U-Box heißt sie. U-B-O-X. Entweder QR-Code scannen oder suchen in Google Play Store oder den App Store von Apple. Hier ist die, wie gesagt, die Prepare Nano SIM-Karte. Sie hatte 300 MB schon aufgeladen, die wir dann nutzen können. Das Tolle ist, wir können sie in Europa und UK benutzen. Aber das könnt ihr auch mit eurem, nur mal so nebenbei. Wir legen die einfach ein, dann haben wir eine ID da drauf und dann können wir loslegen. Aber das ist natürlich exorbitant wichtig, um von außen auf die Kamera zuzugreifen. Ansonsten wäre ja nur möglich, dass dann, wenn Bewegung zum Beispiel detected wird, sie es abspeichert und auf die Micro-SD-Karte packen würde. Hier ist das Panel. Das Panel ist ein Solarpanel von Standardgröße heute. Und hier haben wir auch die Aufnahmepunkte, um es dann, wo wir wollen, zu installieren. Wichtig ist nur, dass das Panel Richtung Sonne ausgerichtet wird. Ein sehr langes Kabel, sieht mal aus wie 2 Meter, um dann dort an unsere Kamera zu kommen. Alternativ könnt ihr aber trotzdem auch kabelgebunden arbeiten, denn die Schnittstelle ist USB-C, das heißt also 5 Volt. Da könnt ihr auch ganz normal mit einem USB-Kabel drankommen, wenn das vonnöten ist. Also ihr müsst nicht unbedingt das Panel benutzen, aber das macht ja die Sinnvolligkeit dieses Systems aus, finde ich. So, das haben wir hier am Start. Befestigungsmaterial für außen. Ein USB-A zu USB-C-Kabel, um Datenübertragung durchzuführen und oder dann eine Energieversorgung doch über USB zu verwirklichen. Hier ist die MicroSD-Karte, 32 GB. Hier ist noch eine Kabelklemme. Und was cool ist, die haben eine Pinzette dazu gelegt, um besser die Sachen rein und raus zu füllen. Smart. Das ist vernünftig, denn wirklich ist es oft schwierig, diese kleinen, wunzi kleinen Karten in die Geräte und wieder rauszubuxieren. So, noch mehr Befestigungsmaterial. Hier ist jetzt ein kugelgelagertes Segment, um es dann an die Wand zu machen oder an die Decke. So, jetzt kommen wir zum Hauptakteur. Ui, oh. So, jetzt hier los. Hey, aber Lorenz, hey, das jote Stückchen hier. Räumen wir mal ein bisschen auf hier. Alter, so viel Zubehör. Das ist jut. So, hier ist die Kamera. Wir haben zwei Antennen, die dann das Signal besser auffangen können. Und wir haben hier den Bewegungsscanner. Wir haben hier die LED-Leiste für die Nachtsicht. Wir haben die Linse. Und wir haben hier unten die Möglichkeit, unter diesem Gummiding, haben wir die Möglichkeit, die TF-Karte, sprich die MicroSD-Karte und die SIM-Karte einzulegen. Ein Reset-Button ist auch noch am Start. Um das dann zu pairen, laden wir uns die App runter. Werden Sie dann suchen im System mithilfe der App, dann wird dieses Teil sich justieren und meistens muss man dann hingehen und einen QR-Code abscannen und dann kann man sie auch noch hier mit diesem QR-Code verbinden. Und dann könnt ihr das hier direkt an die Wand machen. Das Teil benutzt ihr für dieses Solarpanel und könnt es direkt nutzen, weil es ja eine mobile Lösung ist. Das heißt also, ihr könnt wirklich überall, wo ein mobiles Netzwerk sich befindet, diese Kamera dann auch ansteuern und nutzen. Das ist sehr sinnvoll, vor allen Dingen an Orten, wo wir kein Wi-Fi haben und wo ansonsten eine Energieversorgung zum Beispiel auch schwierig sich bestreiten würde. Das ist das Nuasi S40 4G LTE Überwachungskamerasystem für den Außenbereich. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun, sun.